sehen wir uns den Lieferumfang des VR-Systems Pro 2 nun etwas genauer an. Zunächst einmal findet man in der Schachtel eine 16-seitige Anleitung, in der die Justage des Systems ganz genau beschrieben wird. Sehr praktisch ist dieser Sechskantschlüssel, mit dem ich die Schrauben des Systems anziehen kann. Habe ich diesen mal nicht zur Hand, kann ich aber auch eine Münze benutzen. Mit dem Lieferumfang ist diese Wasserwaage für den Blitzschuh. Sie dient einmalig zur Nodalpunktjustage. Dies ist die obere Klemmplatte für die Kamera. Sie besitzt seitlich Skalen und einen verschiebbaren Anschlag. Der große und ausreichend dimensionierte Winkel des Systems ist besonders stabil gebaut, hier mit Verstärkung. Er hat Skalen an den Seiten und eine Ausfräsung im unteren Bereich, sodass ich die Drehachse des Systems auch von oben sehen kann. Das ist besonders wichtig für die Nodalpunktjustage, das zeige ich Ihnen gleich. Sehen wir uns nun die Panoramaplatten des Systems etwas genauer an. Die große untere Panoramaplatte besitzt genau wie die kleinere obere Panoramaplatte Rastungen. Das heißt, es lassen sich bestimmte Winkelschritte voreinstellen, die nachher bei der Aufnahme einfach abgefahren werden. Ich demonstriere das gerade mal. Das heißt, ich mache meine Aufnahme und ich drehe nach der Aufnahme einfach bis zur nächsten Rastung und mache dort die nächste Aufnahme. Die Rastungen oder die Schrittweite der Rastungen kann ich hier mit dieser Winkelschritt-Einstellschraube festlegen. 18 bedeutet zum Beispiel 18 Aufnahmen pro Volldrehung. Das entspricht einer Schrittweite von 20 Grad. Die Rastung der unteren Panoramaplatte kann ich mit einer Münze einstellen. 8 bedeutet 45 Grad, 6 bedeutet 60 Grad und 0 bedeutet stufenlos. Wenn ich stufenlos arbeite, orientiere ich mich an der unteren Skala, die mir die genaue Winkelposition anzeigt. Beide Panoramaplatten besitzen jeweils eine integrierte Schnellkupplung für Klemmplatten des Schwalbenschwanzprofils, sind also auch kompatibel mit Klemmplatten von anderen Herstellern, wie zum Beispiel Arca, Wimberly, Bozinski, Rally Reitstuff und so weiter. Verwendet man jedoch die Novoflex eigenen Platten, so hat dies den Vorteil, dass man ein spezielles Sicherungssystem benutzen kann. Wir haben hier jeweils einen Sicherungspin. Wenn man sich die Novoflex-Platte anschaut, so sieht man auf der Rückseite eine spezielle Ausfräsung, die verhindert, dass die Platte herausfallen kann. Ich demonstriere das gerade mal. Ich ziehe hier die Feststellschraube fest. Und wenn ich mir angewöhne, beim Verschieben dieser Platte die Feststellschraube nur um eine Vierteldrehung zu öffnen, so verhindert dies, dass die Platte herausfallen kann. Dasselbe gilt natürlich auch für die kleine Platte. Kommen wir nun zur Erstmontage des Panorama VR-Systems Pro 2. In der digitalen Panoramafotografie unbedingt erforderlich ist ein stabiles Stativ. Je mehr Beine, desto besser. Nicht unbedingt erforderlich, aber sehr, sehr praktisch ist ein stabiler Kugelkopf oder eine Nivelliereinrichtung unterhalb des VR-Systems. Dies ermöglicht mir, dass ich das System sehr schnell ausnivellieren kann. Dies bedeutet, ich kann das Stativ quasi schräg in die Landschaft stellen, ist ganz egal, und ich nehme die Nivellierung einfach mit dem Kugelkopf vor. Ich habe hier den Novoflex Classic Ball 3 im Einsatz, ein sehr, sehr stabiler Kugelkopf. Der Vorteil hier ist, dass ich ihn mit einem einzigen Hebelschlag komplett fixieren kann, ohne dass der Kopf irgendwie nachrückelt, so wie das bei manchen billigen Produkten der Fall ist. Der weitere Vorteil ist, dass ich hier eine Vorbremsung einstellen kann, eine sogenannte Friktion. Das heißt, ich kann mich entscheiden, ob der Kugelkopf relativ leichtgängig sein soll oder eher etwas schwergängig. Wenn ich mich hier für die schwergängigere Friktion entscheide, dann mache ich dies meistens, wenn ich sehr schweres Fotogerät auf dem Kugelkopf montiere, wie zum Beispiel dem VR-System Pro 2 mit montierter Kamera. Der Vorteil ist, wenn ich den Hebel hier öffne, dass mir das ganze System nicht plötzlich umkippt, sondern dass es eben sehr schwer zur Seite geht. Ist eben auch ein Sicherheitsaspekt.
Die Montage des Systems erfolgt in der Regel von unten nach oben. Das heißt, man beginnt mit dem Stativ, dann kommt der Kugelkopf und als nächster Montageschritt wäre die untere Panoramaplatte an der Reihe. Bei der unteren Panoramaplatte könnte ich mich für die Montage mit der 1/4 Zoll Schraube entscheiden. Ich könnte aber auch auf die 3/8 Zoll Schraube wechseln, was wesentlich stabiler wäre. Ich demonstriere diesmal. Zunächst einmal muss ich hier die 1/4 Zoll Schraube entfernen. Im hinteren Teil sieht man schon, da kommt die 3/8 Zoll Schraube. Das bedeutet, dass ich diese Schraube einfach bloß umdrehen muss und wieder ins Gewinde hineinschrauben muss. Bei der unteren Panoramaplatte muss ich nur den Adapter entfernen. Und nun kann ich beide Teile zusammenschrauben. Wenn ich mich häufig mit der Panoramafotografie beschäftige, kann ich diese Einheit auch gleich so lassen und gar nicht mehr auseinander montieren. Der nächste Arbeitsschritt wäre das Ausnivellieren der unteren Panoramaplatte. Hierzu öffne ich den Klemmhebel des Kugelkopfes, nehme die Nivellierung mit Hilfe der Wasserwaage vor und wenn das Ganze ausnivelliert ist, schließe ich den Klemmhebel wieder. Im nächsten Arbeitsschritt montiere ich den L-Winkel auf die untere Panoramaplatte. Hierbei ist darauf zu achten, dass die große Ausfräsung sich unten befindet. Die genaue Position des Winkels auf der Panoramaplatte ist momentan noch egal, die wird später noch optimiert. Als nächstes montiere ich dann die obere Panoramaplatte auf den Winkel. Ich benutze dazu das Spezialwerkzeug aus dem Lieferumfang. Ich wähle zunächst eine relativ hohe Position. Die Position kann nachher noch optimiert werden, wenn man weiß, mit welchem Objektiv man fotografiert und wie dort der Nodalpunkt ist. In der Praxis wird man auch die obere Panoramaplatte nicht mehr vom Winkel trennen. Im nächsten Arbeitsschritt montiere ich die Kamera auf die blaue Klemmplatte. Kurz bevor ich die Schraube ganz festziehe, fahre ich mit der Kamera ganz nach oben. Nun berührt die Kamera den Anschlag. Dies ist ganz, ganz wichtig, denn nun verläuft die optische Achse parallel zur blauen Klemmplatte. In Ausnahmefällen kann ich den verschiebbaren Anschlag auch vor der Kamera montieren. Das hat den Vorteil, dass ich mit der Kamera weiter zurückkomme und das mache ich immer dann, wenn ich besonders lange Objektive verwende oder Zoom-Objektive, die beim Zoomen sehr lang werden. Bei bestimmten Objektiven, Superweitwinkelobjektiven oder Fisheye-Objektiven, würde ich mit der Kamera auch weiter nach vorne fahren, ganz einfach deswegen, weil ich dann im Sucher bereits die blaue Klemmplatte sehen würde. In diesem Falle würde ich natürlich nicht nur die Kamera nach vorne bewegen, sondern auch den verschiebbaren Anschlag. Im letzten Arbeitsschritt montiere ich die Einheit blaue Klemmplatte Kamera mit dem restlichen Panoramakopf. Grundsätzlich zur Sicherheit, bevor ich die Kamera loslasse, überprüfe ich deren festen Sitz.